Aktien und Edelmetalle befinden sich in einer Hosse. Angenommen, wir befinden uns jetzt im zweiten Teil dieser großen Bewegung. Was lässt sich dann für diese Phase erwarten? Der Markt hat hier schon immer bestimmte Muster gezeigt. Herzlich willkommen. Für heute habe ich mir überlegt, dass wir mal eine Erkundungstour machen, wie ein Detektiv, was für Muster der Markt so im Verlauf einer Hosse zeigt. Konkret soll es darum gehen, so eine Hossephase, und wir haben ja am Markt jetzt schon eine wirklich lange Hossephase, mal einzuteilen, ziemlich grob in eine erste Hälfte und in eine zweite Hälfte. Falls Sie sich vielleicht auch gefragt haben, was die hüpfenden Tomaten machen, die sollen sozusagen diese zwei Hälften darstellen. Und der Markt zeigt in seiner ersten Hälfte von der Hosse und in der zweiten manchmal ganz unterschiedliche Entwicklungen. Und um die soll es heute also einmal gehen. Ja, wie sieht denn so eine typische Hosse aus? Vermutlich ist Ihnen das relativ klar. Ich zeige Ihnen mal ein Bild von einer ziemlich schönen Studie, wo drei Herren aus den USA sich mal angeguckt haben, wie Branchen sich entwickelt haben, nachdem sie um 100% am Aktienmarkt gestiegen sind. Und da geht es mir jetzt erstmal um den ersten Teil. Also es hat ungefähr 2 Jahre gedauert, bis sich so eine Branche verdoppelt hat. Und in der Regel ging es am Anfang erstmal oft noch ein bisschen seichter los. Und dann hat sich das Ganze immer weiter verschärft, diese Hosse. Und irgendwann stiegen die Kurse nicht mehr so richtig weiter. Und dann gab es entweder eine längere Konsolidierung und dann ging es sogar noch weiter hoch, oder es kam dann mal wieder zu einem Crash. So, das heißt also, hier, das ist jetzt sozusagen nur der Normalfall, aber es kann natürlich auch Hossen geben, die etwas anders ablaufen. Und vor allem ist die Frage, wann beginnt der zweite Teil einer Hosse? Klar, die Hosse jetzt seit Anfang 23, eigentlich schon Ende 2022, läuft schon lange, aber sie könnte ja noch 5 Jahre weitergehen und dann würden wir uns noch im ersten Teil befinden. Das sind natürlich erstmal offene Fragen. Und ich habe aber gedacht, wir gucken uns jetzt mal ein paar Grundsätze an und ich beginne mal mit den Edelmetallen. Sie sehen hier mal den Goldchart in Gold und den Silberchart in Silber über die letzten 42 Jahre in dem Fall. Und erstmal soll dieser Chart Ihnen sagen, Gold und Silber auf die lange Sicht geben sie sich nicht viel. Aktuell hat der Goldpreis mal wieder die Nase vorne, aber es ist in der Historie auch oft anders gewesen. Was man vielleicht rauslesen kann, ist, dass das Silber das volatilere Asset ist. So, jetzt könnte man natürlich sagen, es gibt auch manche, die verfolgen die Strategie, wenn das Gold zu weit vorweggelaufen ist, dann investieren sie in Silber und wenn das Silber dann irgendwann mal vorweggelaufen ist, dann switchen sie wieder. Das wäre historisch sogar tatsächlich eine gute Strategie gewesen, auch wenn man manchmal sehr lange warten musste, bis man damit sozusagen wirklich auf seinen Schnitt gekommen wäre. Die nächste Grafik, die ich Ihnen hier mal gezeigt habe, ist jetzt eigentlich für mich die entscheidende heute, die zeigt oben den Goldpreis und unten das Verhältnis aus Gold und Silber. So, jetzt gucken wir vielleicht mal auf die erste Phase direkt, also nach dem Ende des Bretton Woods Systems, also Ende der 60er, konnten also erst nur der Goldpreis frei schwanken. Und dann gab es hier also eine Hosse in den 1970ern und das Verhältnis von Gold und Silber, das ist auch angestiegen. Heißt also, Gold hat Silber outperformed. Im zweiten Teil dieser Hosse, also jetzt ungefähr irgendwie ab hier, hat sich das Ganze dann gedreht und hat das Silber die Führungsrolle übernommen. Das ist jetzt nur mal für diesen Einzelfall. Und dann war es zum Beispiel auch noch so, also nächste Hosse war dann Ende der 70er. Auch hier ging es erstmal das Verhältnis nach oben und irgendwann schoss dann der Silberpreis richtig durch die Decke, sodass dieses Verhältnis also hier ziemlich gefallen ist. So, und genau dieses Muster gab es schon noch öfter zu sehen. Also zum Beispiel die letzte große Hosse in den Nullerjahren. Auch hier der Goldpreis erst eher so der Outperformer. Und dann hinten raus war es eigentlich der Silberpreis, der hier richtig nach oben geschossen ist. Und oft war es aber so, wenn dann das Silber ja absolut in einen Euphoriezustand übergegangen ist, dann war das Ende einer solchen Hosse nahe. Und das ist ein allgemeines Muster, was man jetzt auch primär mal in Zahlen näher angeguckt, was nicht in jeder Phase, nicht in jeder Hosse so stattfindet, aber meistens. Und aktuell haben wir das in der Tendenz auch so. Also wir haben hier mutmaßlich nach über 10 Jahren Konsolidierung eine neue Hossephase gestartet. Also auf jeden Fall sind wir jetzt in der Hosse. Und insgesamt zeigt dieses Verhältnis
Gold zu Silber noch leicht nach oben. Heißt also, der Goldpreis hat das Silber tendenziell leicht outperformed. Jetzt natürlich die Frage, wie lang geht so eine Hosse? Kann jetzt natürlich auch noch viele Jahre gehen. Und entsprechend kann natürlich auch der Goldpreis, das Gold, das Silber weiter outperformen. Aber irgendwann würde man eigentlich erwarten, dass das Silber hier die Führungsrolle übernimmt. Das ist eigentlich auch meine These. Und dann würde man zwei Erkenntnisse haben. Also erstens müsste man jetzt irgendwann im Verlauf der Hosse switchen vom Gold in das Silber. Auch wenn jetzt aktuell natürlich beide super laufen. Und wenn es dann aber irgendwann so ist und das Silber übernimmt die Führungsrolle, dann springt die Ampel eigentlich langfristig gesehen schon mal auf Gelb. Und wenn es wirklich mal so kommen sollte, wie oft in der Vergangenheit, dass das Silber keine Grenzen mehr kennt und wir hier dieses Verhältnis richtig nach unten wegbricht, dann springt die Ampel eigentlich so allmählich auf Rot. Dann sollte man sich überlegen, ob man jetzt aus dieser Hosse langsam aussteigt, denn nach der Euphorie kommt ganz oft ja die Trauer und ein Crash. Da sind wir aber noch lange nicht. Ob wir aber jetzt in der ersten oder der zweiten Hälfte der Phase sind, überlasse ich Ihrer Einschätzung. Ich wäre mir nicht ganz sicher. Ich wollte Ihnen nur mal dieses Muster des Ganzen aufzeigen. So viel zu den Edelmetallen. Jetzt schauen wir zu dem Markt, der die meisten wahrscheinlich noch mehr interessiert, zu Aktien. Gibt es da auch bestimmte Muster, wie sich so eine Hosse im Verlauf ihrer Zeit entwickelt? Ja, ich bringe Ihnen mal wieder einen Chart mit. Auch hier haben wir eine große und eine kleine Schwester. Also bei den Edelmetallen eine große Schwester ist Gold und eine kleine ist Silber. Bei den Aktien, jetzt zum Beispiel USA, S&P 500 sind die Big Caps und Russell 2000 die Small Caps. Die sind zwar oft gar nicht so small, aber im Vergleich zu den Big Caps natürlich schon. Könnte man auch für den DAX machen, mit dem MDAX als kleine Schwester. Aber hier haben wir eine längere Historie bis 1979 für den Russell 2000. Deswegen habe ich Ihnen das mal mitgebracht. Wenn wir uns jetzt erstmal auch da wieder blank den Chart angucken, sehen Sie vielleicht das, was ich sehe. Also ich sehe zumindest zwei Indizes, die mehr oder weniger im Gleichtakt performt haben und auf die lange Sicht auch ganz ähnliche Renditen erzielt haben. Und es gab auch hier immer mal wieder Phasen, wo das eine dem anderen deutlich vorangelaufen ist. Also zum Beispiel Ende der 90er ist der S&P 500 deutlich den Small Caps vorangelaufen. Das hat sich dann gedreht, weil der S&P 500 dann auch deutlicher korrigiert hatte. Und umgekehrt dann zum Beispiel in der Hosse 2008. Jetzt sieht man hier schon eins bei der letzten großen Bewegung. Da gucken wir uns das mal näher an. Also seit 2020, da ist es so gewesen, nach dem Corona-Crash, dass erst die Big Caps sich also nicht so stark korrigiert haben und dann auch erst outperformed haben. Und dann haben die Small Caps im zweiten Teil dieser Hosse, also zumindest des Jahres 2020, die Führungsrolle übernommen. Jetzt ist es so, die Big Caps sind abermals vorangelaufen, aber auch schon, muss man sagen, ziemlich lange. Und jetzt in den letzten Monaten war es so, dass der Russell sogar outperformed hat. Das muss jetzt natürlich nicht so sein, dass sich dieses Bild hier dreht und wirklich hier die grüne Kurve irgendwann über die gelbe hinausschießt. Aber man hat es zumindest in der Vergangenheit schon sehr häufig gesehen. Und häufiger, nicht immer, aber häufiger war es so, dass der erste Teil einer Hosse tatsächlich von den großen Aktien angeführt wurde und der zweite Teil dann irgendwann von vielen kleinen Unternehmen. Und dort dann langsam sozusagen Euphorie einsetzte. Ich glaube, ein zweites Beispiel wollte ich Ihnen da auch noch geben. Das war hier die Dotcom-Blase, also Ende der 90er bis Anfang 2000. Manche von Ihnen werden es ja auch noch schon erlebt haben, wie ich, leider nur das Ende. Und auch hier sind sozusagen die Big Caps erstmal vorangezogen. Und irgendwann kam dann die Euphorie in den Small Caps auf. Und das war dann aber erstmal natürlich eine tolle Sache, da konnte man dabei sein und man konnte sich auch darauf einstellen, weil hier die Kurve auch auseinandergelaufen ist, also wie aktuell. Und wenn dann allerdings hier die Hosse so richtig im vollen Gange war, dann musste man gleichzeitig auch immer gucken und sich überlegen, Mensch, die Geschichte lehrt mir eigentlich, dass wenn wir hier in Euphorie übergehen, dann müssen wir gucken, ob es nicht irgendwann so weit ist, dass der Markt insgesamt kippt. Also auch hier nicht ganz das gleiche, aber ein ganz ähnliches Bild, wie man es eigentlich auch bei den Metallen sieht. So, jetzt habe ich mir gedacht, wollte ich Ihnen heute mal mitgeben. Vielleicht noch ein Hinweis und ein Blick auf die Bewertungen. Also jetzt die fundamental orientierten Anleger unter Ihnen, wenn ihr sagen, ja, der Riedel hat mir jetzt überhaupt nichts davon erzählt, ob das überhaupt jetzt gerechtfertigt ist, wo wir aktuell in den Märkten stehen. Also schauen wir mal hier auf das Forward KGV. Das ist also das
KGV in Bezug auf die nächsten 12 Monate? Das ist natürlich nur eine Schätzung, aber gut, an der Börse muss man eben viel mit Schätzungen leben und die nächsten 12 Monate sind zumindest noch halbwegs gut, oft recht visibel. Und da sieht man, dass die Bewertung hier eigentlich ziemlich hoch ist. Ich glaube, wir haben jetzt, glaube ich, einen 36er KGV bei den Small Caps. Das ist richtig viel im historischen Schnitt. Aber schauen wir uns doch mal an, wann das in der Vergangenheit so gewesen ist, dass wir so auf so hohe Bewertungen gegangen sind. Das war einmal hier 2002, 2003, dann 2009 und 2020. Und es war in allen Fällen, war das eigentlich der Beginn von einer wirklich längeren Hosse bei den Small Caps. Und jetzt sind wir noch nicht ganz so hoch, aber wir begeben uns hier eine sehr hohe Bewertung hinein. Das bedeutet für mich, dass ich dem jetzt nicht unbedingt viel Bedeutung beimessen würde, in dem Sinne, dass der Markt jetzt total überbewertet sei, sondern andersrum, dass jetzt allmählich da Käuferschichten auftreten, die kaufen, obwohl die Bewertung erstmal hoch erscheint, weil die Unternehmen da reinwachsen sollten. Und im Gegenteil kann es also eher ein Indiz dafür sein, dass jetzt tatsächlich eine Zeit kommt, die für die Small Caps wie gemacht ist. Tja, ist natürlich alles etwas streitbar und diskutierbar vor allem. Wenn Sie möchten, dann sagen Sie mir doch Ihre Gedanken dazu, was vielleicht von mir nicht passt oder wo man nochmal genauer hinschauen könnte, in die Kommentare oder sagen Sie gerne auch, wenn Ihnen was besonders gefallen hat oder wenn Sie gerne noch ein Thema vertiefen möchten, da bin ich immer gerne offen für. So, wollte ich Ihnen heute jetzt noch was mitgeben? Ach ja, eigentlich ist ja klar, am Ende fragt man sich ja dann trotzdem immer, ja, welche jetzt genau? Also was für Aktien würden sich denn besonders anbieten, wenn man jetzt im Small-Cap-Bereich unterwegs ist? Deswegen habe ich mal gedacht, ich stelle Ihnen einfach mal eine Liste zusammen von den günstigsten Small-Caps, die es derzeit gibt. Und zwar habe ich hier als Grundlage genommen das KGV fürs übernächste Jahr. Da muss man natürlich erstmal drauf gucken, das sind auch wieder Schätzungen. Das heißt, niemand kann uns garantieren, dass das tatsächlich aufgeht. Also aber unter der Prämisse, welche Aktien gibt es denn, die im Moment auch sehr günstig zu haben sind und entsprechend, wenn die Erwartungen jetzt nur eingehalten werden, ziemlich viel Kurspotenzial hätten. Ich habe Ihnen die jetzt einfach mal so zum Eigenstudium hier mal abgebildet. Ich hoffe, man kann es lesen. Können Sie es lesen? Sonst, es ging eben nicht noch viel größer. Und zwei Aktien wollte ich mal rausgreifen, die ich selbst interessant fand. Das erste Unternehmen nennt sich PaySafe. Wird der ein oder andere von Ihnen vielleicht kennen, es ein Zahlungsdienstleister, aber eigentlich hauptsächlich in den USA und hier vor allem so für kleine Unternehmen. Man hat zusätzlich auch noch ein Angebot mit digitalen Zahlungen über zwei Token, die man selbst hat, also im Kryptobereich. Und aber der Hauptkern der die Zahlungsdienstleistung für kleine und mittelständische Unternehmen, da sind die Margen sehr klein. Und der Aktienkurs hat sehr darunter gelitten, sehen Sie hier, unter den steigenden Zinsen. Also das hat dem Unternehmen wirklich schwer zu schaffen gemacht. Und jetzt gilt aber andersrum, wenn die Zinsen in den USA wieder deutlich sinken sollten, dann wäre das für das Geschäftsmodell von PaySafe sehr förderlich. Das heißt, man hat ja eigentlich einen Hebel auf sinkende Zinsen. Zuletzt die Zahlen waren auch einfach gut. Das heißt, wir sind hier tief gefallen. Aber wenn wir uns jetzt mal anschauen, wir stehen hier bei Anfang der 20 Dollar und wir sollen jetzt in diesem Jahr, soll der Turnaround gelingen, dann wären wir schon bei einem einstelligen KGV, was dann also in Richtung 5 abgleiten sollte. Ist ein spekulatives Unternehmen, muss ich auch am Markt erstmal behaupten, geringe Margen ist immer auch eine Schwierigkeit, aber jetzt ist sozusagen, haben wir von dem Makroblick drauf, haben wir nicht mehr einen Gegenwind, sondern eher einen Rückenwind. Vielleicht ja spannend für Sie als Small Cap. Und das zweite Unternehmen, das ist ebenfalls, hat das so einen Beigeschmack im Sinne von, wird sich das Unternehmen so gut behaupten können? Das ist halt immer so, wenn man günstige Unternehmen betrachtet. In dem Fall geht es um Valaris. Die machen so das ist so ein Offshore-Bohrunternehmen. Und auch hier mal ein Blick auf den Chart. Der sieht eigentlich andersrum aus. Hier hatten wir einen schönen Aufwärtstrend und jetzt hat die Aktie aber durch ein paar negative Meldungen erheblich korrigiert, aber wirklich stark korrigiert. Und wenn wir uns aber jetzt dagegen anschauen, wenn die Aktie bei 50 Dollar steht, was hier operativ ablaufen soll, nochmal angesprochen, das sind nur die Schätzungen, die müssen nicht so eintreffen,
Und je nachdem, wer jetzt vielleicht auch die Wahl gewinnt, ist das vielleicht auch ein Faktor, der hier mit reinspielen sollte. Aber da sind wir im ganz tief einstelligen KGV-Bereich und zumindest die Schätzungen legen nahe, dass das Unternehmen wachsen soll in den nächsten Jahren. Wenn das tatsächlich so kommt, haben wir natürlich ein spottbilliges Unternehmen da aktuell am Markt in einem Umfeld, der für Small Caps eigentlich förderlich ist. Also Potenzial vielleicht groß, Risiko aber natürlich auch. Manche werden sagen, naja, es ist eigentlich kein Geschäftsmodell mit langer Zukunft. Gut, aber wenn es nur für die nächsten 10, 20 Jahre wäre, dann wäre das vielleicht ja trotzdem noch etwas, was einem als Anleger taugt. So, jetzt habe ich Ihnen alles mitgegeben zu dem Thema, was ich für heute sagen wollte. Vielleicht nochmal die Info, wer auch mehr von mir mal zum Beispiel lesen möchte. Es gibt einen wöchentlichen Newsletter, kostenlos. Können Sie einfach eintragen, immer montags um 18 Uhr erscheint er. Und jetzt am Montag habe ich vor, mal eine Wahlhypothese aufzustellen und sie auch zu testen. Vielleicht für den einen oder anderen interessant. Und ansonsten können Sie mich wiedersehen am Dienstag. Da kommt nämlich der nächste Alpha-Check. Und da werde ich insbesondere auch über Snowflake reden. Der hatte ich nämlich das letzte Mal angekündigt und habe es dann aber nicht getan. Also das wird nachgeholt. Wenn Sie möchten, bis dann. Einen schönen Sonntag und tschüss.